A Toto im Auto. Kabelbaum sieht man echt nicht, ne? Also echt ein bisschen Fantasie. Auf unsere Einstellung hier. Gute. Damit können wir schön unser Auto gleich sauber machen von innen. Willkommen meine Kfz-Fuzzi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es wieder um unseren Mercedes. Alter, du weißt, wir haben nicht mehr lange zu unserem Pothole-Rally. Wir werden natürlich Videos darüber machen. Für die Leute, die es nicht kennen, wie sieht so ein Pothole-Rally aus? Wir müssen durch Landstraßen, durch Berge, durch Waldschaften. Was gibt es noch, wo wir fahren müssen? Etappenziele, die kriegen wir immer kurz, bevor es losgeht sozusagen. Für die nächste Etappe kriegt man dann... Ne, so ein Umschlag wahrscheinlich, wo drin steht, das ist die nächste Etappe. Du kannst diesen Weg nehmen oder einen anderen Weg nehmen. Schwierig oder einfacher. Mhm. Ne, du kannst durch Feld und Wald fahren oder du fährst ganz normale Landstraßen. Das fängt ja in Österreich an. Schweiz, Slowenien, Italien. Nee, in die Schweiz fahren wir nicht direkt an der Grenze. So also fahren wir gar nicht rein? Nein, nein. Es gibt ja ein Etappenziel, wo sie gesagt haben, da kannst du dir selber deinen Weg aussuchen, wohin es gehen soll. Ja, dann suche ich bestimmt nicht Schweiz aus. Aber es wäre blöd, wenn du dann wieder von dort nach zickzackmäßig rüberfährst. Macht keinen Sinn. Egal, wir brauchen ein Navigationssystem. Bei Aidosch hinter der Kamera ist ja meine Co-Pilotin. Dafür habe ich mir gedacht, Aidosch, wir werden uns von Atoto, so ein Display mit Navigation und so weiter und so fort, einmal. Habe ich auch noch nie gemacht. Ich wollte unbedingt auch einen Offline-Navigation haben. Ganz normal Android-System, das was man kennt. Und das war für mich wichtig. Also ich wollte das Originalradio nicht hoch rausholen. Und du kannst immer schön navigieren, du kannst alles sagen, du kannst alles machen. Konzentriere mich auf die Strecke. Und deswegen habe ich mich für sowas entschieden. So sieht das Ganze aus. Schön groß. Sieht sehr schön aus, ja. Ganz normal auf dem Fenster drauf machen oder direkt auf dem Armaturenbrett. Also es ist flexibel. Wie du es haben möchtest. Weil du kannst es so schön vor dir, du brauchst ja nicht immer so machen. Du kannst sofort so schön tack, 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 tack. Kann ich dich in Ruhe lassen? Bleib auf meiner Seite, ne? Willst du mir damit sagen? Yes! Hier haben wir so eine Rückwärtskamera. Baue ich jetzt in dem Fall nicht ein. Wir haben aber, das würde ich mir aber gönnen. Nicht ach, Dashcam. Genau. Geil, ich mag Dashcam. Record drücken und dann können wir das Ganze hier filmen. Und wenn wir was Interessantes haben, können wir da rausfischen. Die Qualität später mal anschauen. Aha, und das hier wird dann höchstwahrscheinlich hier reinkommen. Ja, so, zack, und dann kannst du das festmachen. Ah, hier ist das geklackt. Ja, das ist schon stabil. Muss das ist stabil. Ja, aber es gibt ja auch Sachen, die nicht stabil sind. Aber der ist gut. Fuzzi-Test bestanden. Haben wir jede Menge Kabel. Wenn du es auf Armaturenbrett haben möchtest, Aidosch. Okay. Das ist ja geil. Wir haben ja mehrere Möglichkeiten, das Ganze anzuschließen. Wir können das Ganze über Zigarettenanzünder machen. Oder wir nehmen ganz normal über Übersicherungen, wenn wir das Ganze machen. Dafür brauchen wir einmal Zündungsplus und Dauerplus. Oh, ist auch noch deine Farbe. Mhm. Wir werden ja das hier haben, höchstwahrscheinlich. Ah, das ist schön. Da haben sie mal echt mal nachgedacht. Und dann, wie man sieht, haben wir ja nochmal USB, wir haben Mikrofonanschluss. Also wir haben alles, was man hier braucht. Ne? Wir haben Android-System, wir können es mit dem Handy verbinden, wir können es mit dem Radio verbinden. Wir haben hier Dauerplus, Zündungsplus, das haben wir. Wir haben Masse, das müssen wir anschließen. Diesen Kabel hier dran schließen. Und das war's schon. Müsste das Ding schon mal laufen. Oh, guck mal, wir haben auch so ein Dings, Aidosch. Was ist das? Ah, der ist cool. Ey, wie geil ist das denn? Kannst du auf DJ machen. Cool. Ey, den kann man sogar abmachen. Ah, jetzt verstehe ich. Das heißt, wenn wir den Dashcam einbauen, müssen wir den hier reinstecken. Und dann haben wir USB-C und diesen USB-C machen wir dann hier rein. Nice. Mikrofon haben wir auch schon. Das ist USB. Ne, das ist nochmal für AUX. Kabelbinder haben wir, Aufkleber haben wir. Hier, sowas haben wir auch. Für die SIM-Karte, wir haben Mikrofonanschluss, zweimal USB-C-Anschluss, einmal für die SIM-Karte. Das heißt, wir können eine SIM-Karte einbauen und dann haben wir ganz halt Internet. Oder wir machen Hotspot. Ach, guck mal, wir können das sogar auch kleben. Siehst du, Aidosch? Mhm. Erstmal suchen wir uns ein Plätzchen. So, dass es dich auf jeden Fall nicht stört. Mich stört er hier auf jeden Fall nicht. So ein bisschen noch weiter rechts, genau, so ungefähr. So. Ja, würde ich auch sagen. Haben wir
Jetzt nur noch Masse. Das hier werden wir jetzt gleich einmal von hier verlegen. Hier rüber. Mikrofon, wenn wir das brauchen sollten, können wir das dann hier verlegen. Unsere Stromleitung schon mal verlegt. Das war's. Mhm. So. Und jetzt bin ich mal gespannt. Atoto. 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 Atoto im Auto. Der hat einen Lichtsensor, Eidosch. Können wir das Ding mit unseren Handys verbinden? Natürlich. Der hat ja auch eigenen Lautsprecher. Also es ist hochwertig, das muss ich schon sagen. Also so ist es nicht. Ich meine, der kostet ja auch einiges und ich meine, dafür kann man ja auch was verlangen. So, dann gucken wir mal, ob wir den mal verbinden können. Wir machen mal auf WLAN. Und werde mein Handy versuchen, mit dem zu verbinden. Du fährst, also ich fahre. Ja. Und du hast das genau vor dir. Aber ich sehe trotzdem alles. Nur wir müssen schauen, ob der jetzt hier nicht wackelt. Ansonsten müssen wir den noch mal ein bisschen einstellen. Ah, ein bisschen hier rüber. Ah, guck mal, den können wir ein bisschen bewegen. So, so ist gut. Weißt natürlich. Was, vielleicht können wir auch was da drunter stellen, so schaumstoffmäßig. Ja, weißt du, einfach, damit genau. Der nicht so die ganze Zeit. Ja. Den muss man auch nur kleben, ne? Ja, das ist so zum Kleben. Kleber ist alles dabei. Jetzt verlegen wir das Ganze. Es ist natürlich euch immer überlassen, wie ihr das verlegen wollt. Die einen werden sich Mühe geben, die einen vielleicht nicht. Ja, aber bevor wir das verlegen, will ich aber gucken, wie das aussieht. Ob es funktioniert, genau. Genau, dann lass uns mal gucken. Super verlegt habe ich das schon mal. Das sieht man, also die Kabelbaum sieht man echt nicht, ne? Also echt mit bisschen Fantasie. Nein, hast du sehr toll gemacht, wirklich. Ja. Finde ich auch. Ja, es ist natürlich eine Kunst, Leute, so gut zu verlegen. Das kann nicht jeder. Ach so, zu nur an wäre gut. Ja, ich dachte. Jahrelang so mir so beigebracht. Der stört auch nicht, ne? Das sieht man gar nicht. Ich finde das richtig gut. Das ist gut. Ne, wenn man jetzt so ein bisschen so, also Parktronik, ja, sieht man dadurch. Ich sehe dich. Das gefällt mir. So, da verlege ich das. Aber Rückwärtskamera machen wir nicht rein. Nein. Ne? Es sei denn, du willst den auch hier drüben haben, dass wir den nein, auch hier vorne haben. Nicht, vielleicht so seitlichen Blick oder ja, so. Klar. Aber hinten würde ich auch nicht machen. Nein. Also für uns ist vorne wichtig, wenn wir so fahren, dass wir so vorne auch die Aufnahmen so ein bisschen genau. haben. Finde ich auch schön. Klatschen eine Karte rein. Mhm. Dann haben wir auch genau. ein paar Frontaufnahmen. Ja, das machen Fahrt. Wir auf jeden Fall. Mhm. Wahnsinn. Auf unsere Einstellung hier. Gut, ist sehr interessant. Das Ding ist hart. Leicht. Es ist so eine kleine Fernbedienung, ne? Ist der denn aber noch irgendwie vielleicht was? Ja, ja, der geht. Guck, der geht. Wie geil ist das denn? Hör dir jetzt aber an, Baby. Ausgerechnet. Auftaktspiele der wohl schwersten Gruppe bei dieser Europameisterschaft. Die es ist eines der Kracherspiele. Wir können sogar irgendwie fernsehen. Das ist cool. Ja, wir müssen auf jeden Fall ARD. Nach Schweiz und Ungarn starten im direkten Duell gegeneinander in die Europameisterschaft. Ungarn in den weißen Trikots ist vor allem bekannt. Ja, das ist geil. Ja. Hast du es jetzt auch gerade geklebt? Ja, ja! Muss ich das genau gucken? Guck jetzt. Doch mal, wie ich verlege, Eido. Denkst du, ich will dich gerade kleben oder was? Jetzt werden wir den Eimer verlegen, und das dann, Ganze. Genau. Soll ich dich aufnehmen, während du verlegst? Nee, lass mal. Soll mein Fusch nicht sehen hier. Für die Leute, die halt das Originalradio einfach nicht ausbauen möchten, ne? Richtig. Man muss einfach nur versuchen, vernünftig zu verlegen und das kann man dann jederzeit wieder rausholen. Das finde ich gut. Genau. Auf jeden Fall alles unten verlinkt. Wenn das einer sich gönnen möchte, kann er das machen. Und wir werden auf jeden Fall sehr viel Spaß damit haben. Hey, Dashcam ist geil. Komm mal, Eidosch. Zack. Bam! Bam! Ey, jetzt, ich sag dir mal, wir fahren durch Alpen, durch Dings. Da können wir alles aufnehmen. Der wird auf jeden Fall ein bisschen wackeln, aber da werden wir irgendwas drunter tun. Nee, da tue ich einfach so schaumstoffmäßig. Ja, das drunter. Reicht ja, wenn du einmal sowas. Ey, Eidosch, navigier uns, was weiß ich. Hotel. Oder Tankstelle oder was auch immer. Zack. Muss nicht hier, weiß Gott, hier bei dir. Genau, da musst du es nicht hier machen, du hast es genau vor dir. Ja, siehst du. Sag jetzt nicht, ich denke nicht an dich. LEDs habe ich auch schon mal hier oben. Genau, schön hell. Die da hinten sind noch gelblich. Ja, die habe ich auch so gelassen, falls wir da schlafen möchten. Die auch, die LEDs.
falls ihr schlafen möchtet. Ja, also damit falls einer so hinten schlafen möchte, dann ist so schlummriger dann wahrscheinlich. Genau. So, wir werden den jetzt einmal nochmal schön sauber machen und dann packen wir ein und dann geht's schon so weit, ne? Ja, es ist nicht mehr viel, ne? Ja. Auf jeden Fall ist geil, gefällt mir. Und das Geile finde ich, wenn man den ausmacht, mal gucken, ob Navigation noch anbleibt. Ja, machen wir. Warten wir mal. Jetzt machen wir den wieder an. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, der ist. Also, das macht er nicht mal bei mir, ey. Ja, das ist cool. Also, ich werde hier so eine App nochmal installieren, damit ich, wenn ich was habe, dass ich das Auto hier einmal auslesen kann. Ist ja auch ein gutes System. Und der geht sehr schnell an. Der braucht nicht so lange. Das finde ich auch ganz cool. Ja. Was soll man sagen? Alles ist unten verlinkt. Ansonsten könnt ihr das hier abchecken, wenn das für euch so interessant ist. Einbau ganz leicht. So, danke schön fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.